Sie sind der Herr? Pavel. Sie sind der Herr Pavel. Fabian Pavel. Hand geben wir uns mal nicht. Ich sehe schon hier, Sie stützen hier die linke Hand. Ich mach mal eine Tür. Und du bist die? Ich bin die Noemi Erlinger. Gibt's kein Händchen? Doch, ne? Hallo, ich bin der Dr. Sattler und Sie sind? Hallo, ich bin die Frau Erlinger, ich bin die Mutter. Und okay. Das ist mein Freund. Freund, also noch nicht verheiratet, verwandt, verschwägert? Nee, genau. Ja, Sie waren schon in der Notaufnahme, haben wir gerade von unserer Schwester erfahren. Was ist denn passiert? Ich bin unglücklich gestürzt und habe meinen Arm und bin auf meinen Arm gekommen. Ja. Genau hier. Der Informatikfachmann wollte mit seiner Freundin und ihrer Tochter essen gehen. Doch vor dem Restaurant ist der 30-Jährige über einen Bordstein gestolpert. Die Röntgenbilder aus der Notaufnahme liegen bereits vor, so dass Dr. André Sattler schnell eine erste Diagnose stellen kann. Also hier ist Ihr Handgelenksknochen, ja? Schnelle und Speiche, klar. Und hier haben Sie sich jetzt eine sogenannte distale Radiusfraktur zugezogen. Das heißt? Und das heißt, erstmal, wir können versuchen, das konservativ zu behandeln. Wir müssen das nicht operieren. Oh, ja? Wenn so eine Handgelenksfraktur schon mal verschoben ist, dann muss man die tatsächlich auch mit Drähten oder Schrauben oder Platten stabilisieren. Das können wir bei dem Fall jetzt, weil wenig Verschiebung drin ist, können wir das konservativ versuchen. Ja, wir würden dann eine Unterarmschiene anlegen müssen. Also muss er auch so ruhig halten, sich ruhig verhalten? Ja, das ruhig halten macht er automatisch, weil das Ärmchen ist ja jetzt geschehen. Ne? Ja, das Handgelenk steht so still. Wie kann man so blöd fallen? Ja, ich bin also einfach gefallen. Ich habe einfach den Bordstein nicht gesehen. Insgesamt fiel mir natürlich auf, dass mein Patient das Sturzereignis eher ein bisschen lässig angesehen hatte. Seine Frau war doch deutlich unverständlicher. Du hast doch heute Morgen auch schon die ganze Zeit gesagt, du hättest so Nackenschmerzen. Ja, das hattest du doch auch nicht. Ja, wo kommt das denn her? Ja, ich sitze den ganzen Tag, das weißt du doch durch meine Arbeit. Ich habe einfach Nackenschmerzen. Aber das passiert, du warst ja am Wochenende zu Hause. Also er war zu Hause, das hat noch meine Sie Tochter nicht angucken. Ich habe einfach nur normale Nackenschmerzen. Ja. Dann gehe ich jetzt einmal drauf gucken. Ja, gleich einmal drauf gucken geht ja schon, ja. Wenn schon hier die Lebensgefährtin sagt. Was hast du denn da? Oh, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Was ist denn? Ja, aber es ist ja alles blau. Einige Blutergüsse haben Sie hier oben im Nackenbereich. Ja, deswegen hast du das Hemd mit dem Kragen angezogen. Weißt du was davon? Wieso hat der Fabian so einen blauen Nacken? Also ich kann mir das nicht erklären. Ich und Fabian saßen beim Puzzle spielen sehr oft auf dem Boden, eigentlich immer. Ja, oder habt ihr rumgetobt, oder? Ja, die ganze Nackenmuskulatur ist schon verhärtet und versteift. Auf dem Boden kann sein, dass sein Rücken. Sind Sie nicht irgendwo angepeilt hier? Nicht, dass ich wüsste, nein. Das war schon etwas seltsam, dass der Herr Pavel einfach die Beschwerden und die blauen Flecken am Rücken auf seine Arbeit geschoben hat. Und die Kleine sagte dann auch nur, sie hätten auf dem Boden gesessen und gespielt. Aber das war uns ganz klar, dass das nicht der Grund dafür sein konnte. Das Einzige, was jetzt für mich noch nicht so richtig passt, ist natürlich, wo der Bluterguss herkommt. Ja. Ich kann mir das selber nicht erklären. Ich weiß es nicht. Vielleicht habt ihr irgendwie zu sehr getobt. Ich würde sie jetzt aber gerne mit zum Gipsraum nehmen. Mhm. Ich erkläre Ihnen dann den Zettel. Wir haben hier sowas für Nackenverspannung, wie man die selber zu Hause ein bisschen lösen kann. Den könnt ihr auch mitnehmen. Getobt haben wir nicht. Nein? Nee, ja, ich habe ja Nachkältung und Thomas-Barkältung. Ja. Genau. Okay. Gut. Ja. Kannst ja gleich erzählen. Wir können jetzt erstmal zum Gipsen gehen. Ja? Ja, wir würden uns dann nach dem Gipsen auch noch mal sehen. Ja. Das genau. Infoblatt kriegt er oder gibt es da Lebensmittel? Kann ich dir schon mal geben? Oder? Genau, ja. Das erkläre ich dann gleich. Dann würde ich sagen, kommen Sie einmal mit. Ja. Dann gehen wir einmal zum Gipsraum. Boah, ja. Danach gibt es endlich was. Ja, der ist ja auch so gekommen. Oh, oh, oh. Was ist jetzt los? Alles okay? Was ist passiert? Mein Schwindel? Vielleicht legen Sie sich doch mal erstmal hin, wenn das geht. Fabian! Der Zustand meines Patienten änderte sich dann tatsächlich plötzlich noch mal während der Behandlung. Ich musste ihn mir noch mal genauer anschauen. Für mich waren zu viele Menschen im Behandlungszimmer, sodass ich Anna bat, mit der kleinen Noemi nach außen zu gehen. Was war jetzt gerade akut das Problem hier, als wir so zusammengesackt sind? Ich weiß nicht, meine Beine sind taub. Ich habe Kribbel in den Armen, in den Händen. Ja. Mein Nacken tut extrem weh. Ja. Also richtig und das passt ja doch so ein bisschen mehr auch hinten zu dem Bluterguss da, was Sie haben. Der Nacken ist extrem verspannt. Ja. Wenn ich so mal ein bisschen an die Arme gehe, das spüren Sie aber noch. Aber Sie haben so ein bisschen pelziges Gefühl. Genau. Auch hier unten, das spüren auch Sie aber gleich. Unten, ja. Das Beschwerdebild, was Herr Pavel beschrieb, passte durchaus zu einem Bandscheibenvorfall. Er sprach von Kribbelparästhesien, von Taubheitsgefühlen im Bereich der oberen Extremitäten sowie im Bereich der Beine. Sodass natürlich nach der ersten Untersuchung die Durchführung einer Kernspintomographie sicher indiziert war. Ich veranlasste eine Kernspintomographie der Halswirbelsäule sowie des Schädels, weil letztendlich wir nicht die genaue Ursache finden konnten. Und das Ergebnis des MRTs sollte letztendlich dann auch wegweisend sein für die weitere Therapie.
Seit gut 3 Monaten ist das Paar glücklich liiert und am vergangenen Wochenende hat Fabian erstmals allein auf die 10-jährige Noemi aufgepasst. Mama Mara war auf Fortbildung und vermutet nun, dass in ihrer Abwesenheit etwas Schlimmes passiert sein könnte. Dankeschön. Sehr gerne, kein Problem. Mensch, der Fabian muss jetzt in den MRT. Sag mal, Mensch, was habt ihr denn gemacht? Wie geht's denn, Fabian? Ja, gar nicht gut. Ich hab wirklich keine Ahnung. Ja, Mensch, da muss doch irgendwas gewesen sein. Wir haben wirklich nichts gemacht. Der muss in MRT. Weißt du, was das heißt? Da guckt jetzt ein Computer, was da in Fabian los ist. Der hat starke Schmerzen. Ich hab keine Ahnung. Noemi, du musst mir jetzt sagen, was da los ist. Was habt ihr gemacht? Was habt ihr am Wochenende gemacht? Jetzt tu mal bitte die Zeitung weg und sag mir, was da los war. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich wichtig, wenn du was weißt, dass du uns das sagst. Ich weiß es nicht. Das Einzige, was ich weiß, ich habe Hunger. Ja, können wir denn irgendwie was für sie zu essen? Ja, sonst gehen sie erstmal in die Cafeteria, würde ich sagen, oder? Ja, na, okay. Da gibt's Kuchen und. Okay, dann holen wir dir jetzt was zu essen und dann sprechen wir aber nochmal, ne? Oder so ein Muffin. Ja. Als die Frau Erlinger mit ihrer Tochter nochmal gesprochen hatte und versucht hat, noch mehr rauszubekommen, was letztendlich vorgefallen ist oder ob sie irgendwas verschweigt, da habe ich mich auch eingeschaltet und habe auch mal versucht, was aus der Kleinen rauszubekommen, aber das war unmöglich. Die 10-Jährige will auf keinen Fall genauer über das Wochenende mit Fabian sprechen und hat sehr gute Gründe dafür. Doch nach der Rückkehr aus der Cafeteria unterläuft der Viertklässlerin ein schmerzhaftes Missgeschick mit überaus verräterischen Folgen. Hallo, hi. Mama, der Muffin hat mir nicht gereicht. Ich habe Hunger. Ja, ist ja gut. Wir gucken gleich, ob es noch was gibt. Jetzt warte mal gerade. Entschuldigung. Ja? Können Sie mir denn schon mal sagen, was los ist? Meine Tochter wird langsam echt unruhig. Das dauert wirklich lange. Ja, wir machen uns Sorgen. Aber es wird halt immer nach Priorität behandelt. Also manchmal gibt es halt noch was. Was hast du denn jetzt? Gucken Sie mal, was hast du gemacht? Wo kommt überhaupt der Apfel her? Andreas? Können Sie mal schnell kommen, bitte? Sie hat irgendwas. Was hast du denn gemacht? Das sieht ja aus wie eine Kiefersperre hier. Ja. Komm mal mit, Noemi. Komm mal schnell. Ja, ich war gerade in der Schwesternkanzel beschäftigt und da rief mich Leandra zu der kleinen Noemi. Sie hatte wohl in einen Apfel gebissen und kriegte auf einmal ihren Mund nicht mehr zu. Eigentlich ein typisches Bild einer Kiefersperre, einer Kiefergelenksluxation. Und das wollte ich mir im Behandlungszimmer mal in Ruhe anschauen. Hast versucht, gerade mal in den Apfel zu beißen? Ja, können Sie was machen? Ja? Bitte, das tut doch weh. Hast du Schmerzen? Der Apfel ist ja ein bisschen groß für den kleinen Mund. Ne? Ja, und, machen Sie mal was. Hat sie sowas schon mal gehabt? Das sieht aus wie so eine Kiefersperre oder so eine Kieferluxation. Ja, 2-3 Mal, das ist aber schon ein paar Jahre her, da war sie was jünger. Sie knirscht auch. Und hat auch so eine Schiene und ich dachte, wir hätten das in den Griff gekriegt. Dann wissen Sie, als Mutter war, was ich jetzt auch machen muss. Ne? Ja, das haben Sie ja schon mal gesehen. Ne? Ja. Das muss keine lange Angst haben. Her, doch, das ist schon ein bisschen her. Ja, guck mich mal an. Ja, ich muss jetzt mal in deinen Mund greifen mit meinen beiden Daumen. Ja, und dann schauen wir, was passiert. Ne? Okay, kriegst den Mund wieder zu? Alles okay? Das war vor 7 Jahren. Ja. Ist doch kein Wunder, dass ich mich nicht erinnern war. Ich war 3, ich bin jetzt 10. Ja, ist ja gut. Tut dir noch was weh? Nee. So blöd das natürlich auch war, dass wir da Noemi den Kiefer wieder einrenken mussten und für sie vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft, war es für uns sehr aufschlussreich, weil wir dadurch natürlich wussten, was Fabian letztendlich gefehlt hat. Hast du dir aber einen besonders großen Apfel ausgesucht? Ja, ne? Aber wo hast du den Apfel her? Man kann auch sagen, du hast den Mund ein bisschen vollgenommen, ne? Das darf ich nicht sagen. Wie, das darfst du nicht sagen? Haben Sie ihr den gegeben? Nee, wir haben hier keine kantierten Äpfel. Also nee, wir hatten sowas nicht dabei. Oder wo kommt der Apfel her? Wo hast du den denn gehabt? Werde bitte nicht sauer. Jetzt sag, was los ist. Erzähl doch mal. Ja. Hm? Komm. Wir müssen aber besprechen, dass du nicht sauer bist. Nein, ich bin nicht sauer. Jetzt sag, was ist los? Wo kommt der Apfel her? Die gibt's hier im Krankenhaus nicht, Süße. Ja. Fabian war in einem Freizeitpark. Wie jetzt? Wie? Was? Was für ein Freizeitpark? Er hat nichts Schlimmes damit gemeint. Wie? Und es hat Spaß gemacht, von daher. Wann wart ihr denn im Freizeitpark? Wochenende. Am Wochenende? Ich hab doch gesagt, ihr sollt zu Hause. Sie ist total erkältet schon die ganze Zeit. Auch jetzt viel schlechter noch. Ja. Aber da wird sie nicht davon erholen. Das ist ja was habt ihr denn da gemacht im Freizeitpark? Wir sind auf viele Achterbahnen gefahren. Der Fabian auch? Ja, würde eventuell so ein bisschen... Euch fallen ja Sachen ein hier. Der Fabian ist sogar mit 2-3 Loopings gefahren. Oh Mann.
Könnte vielleicht ein bisschen was mit dem Bluterguss zu tun haben. Das kommt daher? Wie? Ja. Beim Achterbahnfahren ist es schon so, dass deutliche Kräfte auf den Körper einwirken können. Verbieten kann man das natürlich den Menschen nicht, Achterbahn zu fahren. Man sollte selbst so viel Selbstreflexion haben, um zu sagen, fahre ich mit der Achterbahn oder fahre ich nicht mit der Achterbahn. Letztendlich kann man nur sagen, dass es erhebliche Kräfte sind, die auf den Körper einwirken können und deshalb auch zu Schäden führen können. Vielleicht solltest du jetzt ein paar kleinere Bisse nehmen. Ja. Ne? Ja. Okay. Ich habe nämlich im Moment keine Handschuhe mehr dabei. So ganz kleine Mäuschenbisse, ja? Ja. Da gehen wir mal schauen. Nach ihrem Geständnis hat die kleine Noemi ein schlechtes Gewissen. Das Mädchen glaubt, Fabian hintergangen zu haben. Und das, obwohl die Kleine den 30-Jährigen, den sie anfangs langweilig fand, seit dem Tag im Freizeitpark richtig gerne mag. Warum stehst du denn hier? Wir schauen uns mal die Bilder an. Ne? Was ist los? Noemi? Ja, komm her, Maus. Noemi, komm doch mal zu uns hier. Was ist denn los? Da hinten stehen? Ja, sag ruhig, was los ist. Ist was passiert? Brauchst doch keine was Angst haben, los? Komm. Hm? Ja, jetzt sag ruhig, was ist los? Hm? Was? Sag's ruhig. Ich wollte es wirklich nicht, aber ich hab's Mama gesagt. Ja, ich weiß Bescheid. Das Wochenende? Ja, ja. Natürlich bin ich nicht sauer. Ja, ich bin aber schon sauer. Ne? Wieso fährst du mit ihr? Wir hatten eine andere Absprache. Ich kann nicht verstehen, wirklich. Ja. Und ich wäre wahrscheinlich genauso wie du. Ja, ich muss mich darauf verlassen können, wenn wir was absprechen. Und das kannst du natürlich auch. Ja. Aber du weißt, wir hatten einen verdammt schlechten Start. Ich möchte halt wissen, wo meine Tochter ist. Ja, natürlich. Ja, und wir hatten auch viel Spaß. Und natürlich, es war auch eine Fehlentscheidung, weil sie erkältet war. Und das weiß ich. Und es tut mir auch wirklich leid. Und es kommt auch nicht mehr vor, ohne dass wir dir irgendwas sagen. Ich freue mich ja, dass ihr euch jetzt versteht, aber in Zukunft bitte sprich das mit mir ab. Ich möchte wissen, wo meine Tochter ist. Natürlich, das werde ich auf jeden Fall machen. Herr Doktor, was ist denn jetzt dabei rausgekommen? Wissen Sie schon was? Wichtig ist ja hier, die Kleine hat letztendlich auch uns geholfen bei der Diagnosestellung. Ja, klar. Ja, schimpfen müsste man fast mit Ihnen. Wir hatten uns ja schon zu Anfang gefragt, was mit dem Bluterguss hier hinten im Nackenbereich ist. Der war ja jetzt von dem Bordsteinsturz nicht richtig erklärbar. Mhm. Und jetzt haben wir die Untersuchung gemacht und man sieht jetzt schon, einen akuten Bandscheibenvorfall, den Sie im HWS-Bereich haben hier. Okay, also im Bereich der Halswirbelsäule. Hier vorne kann man das gut sehen. Okay. Aber wenn es eher eine leichte Symptomatik ist wie bei Ihnen, würden wir es eher konservativ versuchen. Das heißt, mit Schmerzmedikation, wir lassen Sie jetzt natürlich erstmal hier im Bett, nehmen Sie stationär auf. Also keine OP? Im Moment würde erstmal keine OP im Raum stehen. Da müssen wir mal schauen, wie jetzt praktisch hier wie sich hier dein Partner von der Achterbahn hier verfolgt, wie der sich die nächsten Tage entwickelt. Ja. In der Regel ist es so, dass die Patienten einige Tage auf Station bleiben müssen, bis wir sie wieder aus dem Bett kriegen und unter physiotherapeutischen Maßnahmen remobilisieren können. Wenn wir die Schmerztherapie im Griff haben und der Patient sich wohlfühlt, steht auch einer kurzfristigen Entlassung dann nichts mehr im Wege. Im Weiteren sollten sich dann aber trotzdem physiotherapeutische Maßnahmen anschließen. Wollt ihr ein bisschen aufs Bett setzen vielleicht? Wir setzen jetzt mal das Therapieschema an. Wir sehen uns gleich nochmal auf der Visite. Okay. Ja, und seien Sie ja dankbar, dass Sie uns ein bisschen geholfen haben. Natürlich bin ich das, auf jeden Fall. Ja, klar. Dankeschön. Eine Woche später durfte der Programmierer die Klinik verlassen und war dank Medikamenten und Physiotherapie bald wieder fit. Freundin Mara hat den 30-Jährigen den heimlichen Ausflug verziehen und möchte demnächst zu dritt in den Freizeitpark fahren. Um Achterbahnen wird Fabian aber einen großen Bogen machen.